Hallo Grillfreunde! Sonntag, neues Video, wie immer. Ich will heute einen Porchetta machen. Wie genau? Mit Füllung und so weiter? Das seht ihr gleich. Ja, was ist eigentlich Porchetta? Ist italienisch, ein italienischer Braten, heißt so viel wie ja, fetter Speck. Was bietet sich dann natürlich besser an als Schweinebauch? Ich habe hier ungefähr 1,2 Kilo, den werde ich jetzt vorbereiten. Ich habe gute Erfahrungen gemacht bei dem Krustenbraten, dass wir das in der Salzlage einlegen. Wie genau, zeige ich euch. Ich werde das gute Stück erstmal auspacken. Ich habe das natürlich vom heimischen Metzger. Und natürlich ein bisschen trocken tupfen. Ich denke, von der Fleischauflage sieht das ganz gut aus. Speck und Fett ist genug dran. Also hier die Stellen werde ich vielleicht noch ein bisschen abmachen. Knorpel und Knochen sind schon entfernt. Ich werde also als erstes die Schwarte einritzen. Da müsst ihr vorsichtig sein, dass ihr wirklich nur die Schwarte erwischt, weil beim Rollen, das werde ich euch dann nachher zeigen, brauchen wir ein bisschen mehr und ich muss den Bauch nochmal längs aufschneiden. Ich schneide jetzt erstmal hier Rauten. Ich denke, ihr wisst, wie das geht. Wie gesagt, möglichst nur die Haut, das Fleisch sollte möglichst unversehrt bleiben. Ich mache das jetzt erstmal. Soweit vorbereitet. Schön Rautenmuster. Dann habe ich hier 200 ml Schwarzbier. Gebe ich in meine nette Form. Und 20 Gramm Salz. Ich kann das nur nochmal sagen. Mischt das Salz hier in der Wanne mit dem Bier. Das schäumt wie Sau im Glas oder Becher. Schäumt euch das über. Verrührt das schön. Und dann kommt der Schweinebauch mit der Schwarte in das Bierchen rein. Es soll nur die Schwarte bedeckt sein. Ihr seht das, glaube ich, auch ein bisschen. Also ist relativ wenig Flüssigkeit. Und da drin darf das jetzt für 2 Stunden baden. Es ist vollbracht. Das Schweinchen ist wieder in der Kühlung. Wie gesagt, zwar darf jetzt 2 Stunden da drin baden. Ich habe ganz vergessen. Ne? Also wenn man so Bier verwendet, muss man auch mal kosten, ob das schmeckt. Naja, Schwarzbier. Kann man trinken, aber das ist eher was für meine Frau. Was machen wir jetzt in den 2 Stunden? Ich könnte jetzt sagen, faulenzen und Bier trinken. Nee, machen wir nicht. Wir bereiten die Füllung vor, besser gesagt die Gewürzpaste, die ich verwenden will. Und was ich dafür brauche, habe ich alles hier stehen, zeige ich euch. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, nehmt frische Kräuter. Ich habe hier Rosmarin, Salbei und Thymian, Knoblauch. Pfeffer vom Achterhof, das ist der Malabar-Pfeffer, ganz normales Meersalz und hier ein bisschen Olivenöl und getrocknete Tomaten. Das werde ich jetzt alles klein schneiden, hier in meine Schüssel geben, ein bisschen verrühren, dann kann das noch ein bisschen durchziehen. Wie gesagt, das Schweinchen ist ja auch noch in der Kühlung. Fertig mit der Schnibbelei. Also die Kräuter und sowas habe ich alles klein geschnitten. Ihr könnt das natürlich auch in den Mörser geben und dort zu einer Paste verrühren, aber ja, ich wollte meinen Mörser nicht so einsauen, von daher alles gut. Jetzt geben wir da noch einen guten Schuss Olivenöl drüber. So 2 Esslöffel, das ist eine gute Idee. Ein bisschen Pfeffer, da müsst ihr gucken, ob die Tomaten schon gewürzt sind. Ich habe jetzt welche gehabt in Olivenöl eingelegt, von daher war da schon ein bisschen Würze dran. Und Salz. Macht das nach eurem Geschmack. Probiert zwischendurch einfach mal, wenn das zu scharf ist, aber das Fleisch ist ja ein gutes Stück, von daher kann das schon was vertragen. Alles gut durchmengen und dann darf das durchziehen.
Ja, Akina, es gibt gleich Essen. Jetzt sei mal still, ich habe die Kamera an. 2 Stunden sind rum, das Schweinchen hat genug gebadet. Ja, ich muss das jetzt aufschneiden. Als weitere Zutaten für die Füllung habe ich hier noch Trockenpflaumen und Frühlingszwiebeln aus dem eigenen Garten. Sehen ein bisschen komisch aus. Wer das nicht mag, der soll halt die DIN-Ware aus dem Markt kaufen. Ich habe es im Garten, warum soll ich es nicht nehmen? Fleisch aufschneiden. Ich hoffe, ich kriege es hin. Zeige ich euch. Ich habe mir hier ein bisschen Küchenkrepp auf mein Brett gelegt. Da können wir gleich die Schwarte drauflegen. Dann kann das ein bisschen absaugen. Die Schale brauchen wir nicht abwaschen, die brauchen wir später noch. Und jetzt geht es darum, hier einzuschneiden, ohne dass wir halt die Schwarte halt ablösen. Scharfes Messer ist da wirklich hilfreich dabei. Möglichst hier am Ende nicht durchschneiden. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus. So kann man das lassen. Da kommt jetzt die Paste drauf. Hier habe ich jetzt die Paste. Und die kommt jetzt schön großzügig einfach hier auf das Fleisch. Ein bisschen vom Rand weglassen. Das wird sich eh dann dahin schieben, wo es hingehört. Paste verteilt. Jetzt kommen noch ein paar Trockenpflaumen drauf. Ich schneide hier einfach so ein paar Streifchen und verteile die hier mit. Und dann haben wir ja noch unsere Frühlingszwiebeln. Schneide ich entsprechende Länge einfach mit drauf verteilen. Mache ich jetzt fertig und dann zeige ich euch, wie wir es einrollen. Jetzt kommt der schwierige Teil, das Fleisch einrollen. Schön mit ein bisschen Zug und ein bisschen Druck ausüben, dass das alles hier drin bleibt. Was halt rausfällt, fällt halt raus. Ein bisschen Salz und Pfeffer habe ich noch drauf gemacht. Und das sollten wir hinkriegen. Hier vorne habe ich freigelassen, ihr seht das, das schiebt sich sowieso bis hier vor. Ich denke, das kann man so gelten lassen. Jetzt noch ans Schnüren. Einfach am Anfang einen Knoten machen. Schön festziehen. Daumen drauf. Und halt festknoten. Ohne die Schwarte einzuklemmen. Ich habe es schon mal gezeigt, keine Ahnung, ob sich jemand daran erinnern kann. Ich mache es einfach nochmal. Eine Schlaufe legen und jetzt von der anderen Seite drunter durch. So, dass ihr einen guten Abstand habt. Wenn es sich nicht festziehen lässt, ein bisschen nachhelfen. Dann habt ihr das wunderbar zum Schnüren. Die Schlaufe sitzt hier oben. Ich mache es jetzt fertig und zeige es euch, wenn es fertig ist. Ich denke, so kann man das lassen. Bindfäden habe ich abgeschnitten. Jetzt geht es darum, dass wir noch ein bisschen Salz an die Kruste dran bringen. Besser gesagt an die Schwarte. Schön ringsherum. Das Salz dann schön andrücken, damit das schön an die Schwarte rankommt. Und wir dann schönes Ergebnis haben, dass die aufploppt. Das soll reichen. Noch ein bisschen auf dem Brettchen wälzen. Da liegt ja noch ein bisschen Salz rum. So sieht es dann aus. Jetzt wird es Zeit für den Spieß. Versuchen, den Spieß schön mittig durchzuführen. Aber das sollte, denke ich, bei dem Stück kein Problem sein. Ein bisschen die Krallen reindrücken. Und dann passt das schon. Sieht gut aus, ne? Das kommt jetzt auf den Grill. Der Grill heizt vor. Temperatur, erzähle ich gleich was dazu. Ich habe ein indirektes Setup. Das Porchetta ist schon drauf und dreht sich in die richtige Richtung. Also im Prinzip von der Heckbrennerflamme weg.
Die will ich später noch anmachen, damit mir die Kruste ein bisschen aufploppt. Und hier habe ich noch die Schale, wo vorher das Bier drin war, mit ein bisschen Wasser drin, wenn das Fett runtertropft, dass das da halt reintropft und mir nicht das ganze Grill versaut. 180 Grad, 1,5 bis 2 Stunden, so viel Zeit. Was mache ich jetzt damit? Wahrscheinlich den Pool sauber. Also Deckel zu und abwarten. Vielleicht ist dem einen oder anderen aufgefallen, hier ist ein bisschen dekoriert hier mit Alufolie. Warum eigentlich? Wir haben hier, glaube ich, eine Schwalbeninvasion. Naja, ich möchte nicht, dass die hier an meinem Grillplatz unbedingt ihr Nest bauen. Keine Sorge, die dürfen. Drüben auf der anderen Seite hat sich ein Pärchen eingenistet. Also alles gut. 1,5 Stunden ist jetzt rum. Lasst uns mal reinschauen, wie weit wir sind. Ich konnte jetzt schon einen Blick drauf werfen. Ich werde mal den Drehmotor ausstellen und mal messen, wo wir landen. 75 Grad, top. Ich mache jetzt einen Heckpanner an, noch ein bisschen aufknuspern, mal gucken. Fertig, ich glaube knuspriger wird es nicht. Der Bräuli hat alles gegeben, nochmal hochgeheizt mit Heckbrenner auf 250 Grad. Jetzt lassen wir es noch ein bisschen runterkühlen, aber ich zeige es euch vorher und dann schneiden wir an. Oh mein Gott, schaut euch das Teil an. Immer schön mit Handschuhen, das könnte heiß sein. Mal sehen, ob die Krallen abgehen. Wunderbar. Jetzt müssen wir nur das Fleisch hier abkriegen. Wenn alles immer so einfach gehen würde. Oh, es suppt und saftet. Oh, das sieht so verdammt lecker aus. Ja, das Schwere los. Ich muss jetzt einfach noch kosten. Ne? Hier habe ich nun so ein famoses Stück. Meine Frau hat schon ihr Urteil abgegeben. Die Füllung passt hervorragend mit den Tomaten und mit den Pflaumen. Das kommt richtig gut. Also ein paar Stellen der Schwarte sind schön knackig. Alles ist nicht aufgeploppt leider. Ja, Schweinebauch ist halt fettig. Das Fett läuft über die Schwarte, verhindert ein bisschen das Aufploppen. Aber geschmacklich ist das echt Bombe. Das solltet ihr unbedingt mal nachmachen. Ist echt empfehlenswert. Ich muss mich jetzt verabschieden und essen. Also Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, euer Y-Barbecue.